Wenn ihr euch auch schon öfter die Frage gestellt habt, woran erkenne ich denn, ob eine Einzelkarte ein gutes Pokémon-Investment ist, dann solltet ihr euch das Video ganz genau ansehen. Und damit gehen wir auch schon direkt ins Thema rein. Die drei Schlüsselfaktoren für Wertsteigerungen von Pokémon-Karten sind einerseits Popularität, zweitens Verfügbarkeit und drittens die Pull-Rate. Und alle drei Faktoren, insbesondere die Pull-Rate, werden wir uns genauer ansehen. Beginnen wir aber mit dem ersten Punkt, Popularität der Karte. Natürlich ist es wesentlich, welches Artwork die Karte hat, auch welches Pokémon eventuell auch drauf ist oder welche Trainer auch drauf abgebildet sind, weil das beeinflusst massiv die Popularität der Karte und die Popularität als Hauptpunkt beeinflusst wieder die Wertsteigerung oder das Wertsteigerungspotenzial. Und woran erkenne ich es noch? Natürlich auch an Reaktionen in den diversen sozialen Medien, sei es auch hier zum Beispiel auf YouTube oder Instagram oder sonst irgendwo, weil dann sieht man ja schon, ob eine Karte, wenn sie bekannt gegeben wird, ja schon grundsätzlich gut bei der Community ankommt oder nicht. Und wenn sie so ein bisschen skeptisch ist, dann sind es meistens nicht die Karten, die sich über die Zeit auch steigern werden, sondern es sind eben die beliebten Karten, die gut ankommen, die vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt immer die Top-Karte sein muss, aber eben diese beliebten Karten sind jene, die dann eben das Potenzial haben, über Zeit auch im Wert zu steigen. Zum Thema Verfügbarkeit werde ich euch am Ende noch ein paar interessante Daten auf dem Weg mitgeben. Aber jedenfalls ist es so, dass natürlich es darauf ankommt, ob es eben zu einer Karte oder zu dem Set eben, wo die Karte her ist, eben eine große Produktionsmenge gab oder eher eine kleinere oder normale Produktionsmenge gab. Wir werden das auch anhand von einigen Beispielen heute sehen, warum das wesentlich ist im Wertsteigerungspotenzial oder beim Wertsteigerungspotenzial einer Pokémon-Karte. Der dritte Punkt, Pull-Rate, wird gerne übersehen und auch gerne so ein bisschen zur Seite geschoben, wenn es ums Thema Pokémon-Investment geht, ist aber im Bereich Einzelkarten, ist natürlich kein Thema für Sealed-Produkte, aber ist im Bereich Einzelkarten ein absolut wichtiger Faktor, weil, das werden wir anhand einiger Beispiele auch sehen, die Pull-Rate wesentlich ist, auch im Verhältnis eben zur Verfügbarkeit und Popularität, ob sich eben eine Karte gut im Wert entwickelt oder nicht. Die Pull-Rate hat nämlich auch eine wesentliche Auswirkung auf die PSA-Population und viele der Investoren wollen ja dann am Ende auch die Karte gegradet haben und PSA ist natürlich mit Abstand die Nummer 1 und bringt auch im Regelfall den besten Wert wieder zurück und dementsprechend ist die PSA-Population die, die hier maßgeblichsten ist und die wollen wir natürlich idealerweise nicht allzu hoch haben bei den Karten, in die wir investieren. Ein aktuelles Beispiel ist ein perfektes Muster für zumindest zwei Faktoren, die wir sehen. Pull-Rate können wir hier natürlich nicht anwenden, weil ja hier die Karte nicht gezogen werden kann, sondern ja nur eben über einen Einkauf beim Pokémon Center erworben werden kann oder eben bis vor kurzem noch im Museum erworben werden konnte. Aber wir wissen, die Karte hat eine sehr hohe Popularität und dementsprechend haben sich auch die Karten am Anfang sehr teuer verkauft, also das war dann so, dass die ungegradeten Karten um 400-500 €, es gibt ja reale eBay-Sales dazu, also sprich eBay-Verkäufe, wo man sieht, dass es eben über 500 € teilweise gegangen ist oder jedenfalls bis zu 500 € gegangen ist in den ersten Tagen, wo die Karte über das Museum ausgegeben worden ist. Und wir sehen, und da kommt jetzt eben der zweite Faktor zu tragen, jetzt eben wie wichtig das Thema Verfügbarkeit ist und wie hoch die Anzahl der Karten im Markt dann auch ist, weil eben die Karte seitdem deutlich an Wert verloren hat, weil es eben schon mittlerweile zwei Drops gegeben hat. Der letzte war, glaube ich, erst gestern sogar vom Pokémon Center, wo man diese Karte sich dazu nehmen konnte zu Produkten, die man gekauft hat und eben bis im Museum wurde sie bis zum letzten Wochenende jetzt auch ausgegeben. Dementsprechend ist die Karte jetzt ungegradet, aktuell durchschnittlich 114 Dollar wert, ist aber weiter am Fallen, also das sind die letzten eBay-Verkäufe, die hier gewertet werden und wir sehen schon auch, das Volumen ist sehr hoch, also hier sieht man 23 Verkäufe pro Tag, das ist sehr, sehr viel, finde ich persönlich und dementsprechend sieht man, da ist schon eine gute Menge in dem Markt und das wird weiter den Preis drücken. Die PSA 10 Version ist noch relativ teuer mit 800 Dollar, aber da muss man wissen, dass das natürlich nur die ersten PSA-Karten betrifft und die werden auch deutlich im Wert fallen. Also ich
gehe davon aus, dass die Karte im besten Fall dann irgendwo vielleicht bei 200, 300 Dollar dann landet. Also das ist das, was wir bei anderen Karten in der Größenordnung gesehen haben. Und die Gemrate ist nämlich auch hier relativ gut, deswegen passt auch im Moment das Verhältnis PSA 9 zu PSA 10 nicht, weil wenn die Gemrate, also sprich das Verhältnis PSA 10er zur Gesamtpopulation gut ist, ist es meistens so, dass die Grade 9 Version ja ca. 50% vom Wert hat von der PSA 10 und das Verhältnis stimmt hier natürlich im Moment noch gar nicht. Also auch das wird sich korrigieren aus unserer Sicht. Und man sieht eben, aufgrund der höheren Verfügbarkeit hat die Popularität leider nicht gereicht, ja, dass der Kartenwert hier hoch bleibt, nämlich eben bei 400-500 Euro oder mehr. Das hat eben die Verfügbarkeit hier zerstört sozusagen, aber hier hätten wir sicher ein Beispiel von einer sehr populären Karte, die das Potenzial gehabt hätte, in kleineren Stückzahlen hier wirklich eine absolute Chase-Karte aus der aktuellen Ära zu werden. Jetzt wollen wir uns das Thema Pool-It noch einmal ein bisschen genauer ansehen und wir sehen schon hier die Glura-Karte aus Celebrations, die liegt derzeit bei 67 Dollar nur, ist so, dass sie eine relativ einfache Pool-It von 1 zu 139 hat. Das sind zwar auch immer noch 139 Packs, die man im Durchschnitt für diese Karte öffnen muss, aber verglichen eben mit anderen Top-Karten ist das eine sehr einfache Pull-Rate. Das werden wir auch dann im Verlauf von dem Video auch dann nochmal genauer sehen. Dann schauen wir auch hier uns die Glura-Karte aus Weg des James an. Die hat eine etwas schwierigere Pull-Rate mit 1 zu 182. Dementsprechend ist auch der Preis eben auch hier etwas höher mit 124 Dollar rund ungegradet. In einer PSA 10 liegt aber auch die nur bei ca. 250 Dollar und da sieht man eben, dass eben auch hier eine sehr große Stückzahl in den Markt gekommen ist, aber das Artwork und auch natürlich das Pokémon, das da drauf ist, ist beliebt. Glurak ist natürlich ein Fan-Favorite und dementsprechend hält sich trotz hoher Anzahl im Markt die Karte ganz wacker, aber wird eben nie eine große Karte werden im Sinne von einigen Tausend, also das ist eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird und ein wesentlicher Grund dafür ist tatsächlich auch hier die Pool-Rate, weil es einfach zu leicht geht, diese Karte dann am Ende dann doch zu ziehen. Aus einem anderen Sonderset, nämlich Glänzendes Schicksal, stammt die gleiche Karte im Grunde vom Artwork her, aber eben in der Shiny-Version. Die hat eine etwas schwierigere Pull-Rate von 1 zu 271, ist aber, wenn man das jetzt eben nochmal mit der Rainbow-Karte vergleicht, die 124 Dollar im Durchschnitt ungegradet bringt, hier deutlich günstiger zu bekommen, nämlich um 73 Dollar. Jetzt werdet ihr euch fragen, na, wie kann das sein, weil die Popularität muss ja ähnlich sein, das stimmt, aber einerseits eben dadurch, dass es zwei Vorgängerversionen von diesem Artwork eben gegeben hat, heißt das schon, dass die dritte hier sich eben auch schwer tut, hier im Wert zu steigen, aber vor allem ist es so, dass Shining Fates oder Glänzendes Schicksal in so hohen Stückzahl in den Markt gedrückt wurde über die letzten Jahre, dass eben die Wahrscheinlichkeit, diese Karte zu bekommen, eben deutlich erhöht wurde, indem das eben mehr Produkte im Markt waren und auch heute noch ist es so, dass sich die Glänzende Schicksalsbox kaum im Wert nach oben entwickelt, insbesondere in der englischen Version. Also die ist nahezu noch immer auf dem gleichen Wert wie vor einem Jahr. Und das ist für ein Seed-Produkt, das eigentlich out of print ist, eigentlich nicht mehr sehr üblich, weil das ist ja sogar noch aus der letzten Serie. Aber da sieht man, was eine hohe Verfügbarkeit eben für einen Einfluss auf den Wert haben kann. Die hohe Verfügbarkeit können wir natürlich nie so richtig einschätzen im Vorfeld, bevor ein Set in den Markt gedrückt wird. Deswegen lohnt es sich immer hier ein bisschen zuzuwarten. Das ist natürlich unser Nummer 1 Tipp, auch wenn es darum geht, wie ich mit dem Thema Verfügbarkeit umgehen soll. Weil dann bekommt man meistens so ein bisschen eine Tendenz, ob die Ware eher breit oder weniger breit verfügbar ist. Und im Zweifelsfall, bevor man hier eben ein Risikoinvestment macht, gleich am Anfang, wenn Karten oder Sets released werden, das sagen wir auch immer, nicht gleich am Anfang kaufen. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele nur, wo das sinnvoll war. Und die Mehrheit ist eben nicht sinnvoll. Also das heißt, lieber nicht am Anfang einkaufen, lieber abwarten, sogar vielleicht Monate abwarten. Ich weiß, das ist schwer, vor allem wenn man sie auch sammelt, die Karten. Aber dann hat man eine bessere Tendenz über Reprints etc. Und wir sehen sie auch gerade bei Zenith der König. Auch hier kommen jetzt sukzessive weitere Reprints in den Markt. Da war die Box und die Karten am Anfang durchaus auch einiges wert. Und mittlerweile fallen auch die Werte hier eben aufgrund der Reprints. Und das muss man immer so ein bisschen im Auge behalten. Aber schauen wir weiter. Brilliant Stars, die Glurak Alternative Artwork-Karte, eines meiner Lieblingsartworks von den Glurak-Karten überhaupt.
und die liegt derzeit eben bei einer Pull-Rate von 1:490, also nicht nur derzeit, das ist die Pull-Rate, aber eben preislich liegt sie bei 101 Dollar, damit eine Spur besser wieder als die Karte, die wir uns gerade angesehen haben, und das bedeutet eben auch hier, dass die Pull-Rate natürlich auch hier einen Einfluss hat, obwohl eben Brilliant Stars noch immer ein Set in Print ist, sozusagen, also das heißt, das kann durchaus noch gereprintet werden, und dementsprechend ist natürlich hier der Wert auch noch überschaubar. Ob sie wirklich dann im Wert wieder steigen wird oder nicht, das bleibt abzuwarten, wird aber eben darauf ankommen, wie viel Brilliant Stars Produkte jetzt noch in den Markt gedrückt werden. Wenn das sich jetzt einpendelt, könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Karte auch wieder Potenzial zum Steigen hat, aber auch hier aufgrund der hohen Menge, die generell in den Markt gekommen ist von Brilliant Stars und eben der nicht allzu schweren Pull-Rate, durchaus schwieriger, als wir es bis jetzt gesehen haben, aber der nicht allzu schweren Pull-Rate, ist diese Karte eben einfach leider, muss man wirklich sagen, nicht mehr als diese 100 Dollar in etwa wert. Diese Glura-Karte hat zwar eine bessere Pull mit 1:391, aber hier weiß man, dass Verborgenes Schicksal zwar auch Reprints bekommen hat, aber eben mittlerweile keine mehr bekommt, und die Mengen sind nicht vergleichbar eben mit Shining Fates als Beispiel, also Glänzendes Schicksal, und das werden wir uns auch am Ende anhand von Verlaufskurven, wie viele Booster überhaupt geprintet werden jährlich, dann auch nochmal genauer ansehen, und dementsprechend hat hier die nicht allzu schwere Pull-Rate im Vergleich zu den absoluten Top-Karten aus Schwert und Schild, aber doch auch nicht allzu leichte Pull-Rate dazu beigetragen, dass diese Karte sich ungegradet immerhin bei 280 Dollar hält. In der PSA 10 Version hat sie über die letzten Jahre dann doch deutlich an Wert verloren. Die war schon auch bei um die 1000 Dollar, ist jetzt eben bei stabilen 570 Dollar in etwa angekommen. Das ist der Wert, wo ich glaube, dass sie den auch halten kann, wenn eben nicht allzu viel mehr Ware, und davon ist jetzt eben nicht mehr auszugehen, in den Markt kommt. Die Logo Quimex Karte im alternativen Artwork ist wirklich auch eine wunderbare Karte, die ungegradet derzeit auch um 141 Dollar zu bekommen ist, aber die Pull-Rate ist hier sogar schwieriger als bei der Karte, die wir uns gerade angesehen haben. Aber warum ist dann der Preis hier niedriger? Das hat eben jetzt wieder mit der Verfügbarkeit zu tun. Also ich denke mal, ein Faktor ist sicher Popularität. Wenn wir uns hier nochmal die Glura Karte anschauen und dann eben auch die Logo Karte, da muss man ganz klar sagen, auch wenn das Artwork wirklich sehr gut gelungen ist, aber eine Glura-Shiny-Karte wird halt dann in der Popularität wahrscheinlich immer über einer Logo-Karte stehen. Und das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist eben, dass Chilling Rain, also Schaurige Herrschaft, noch immer im Print ist und noch mehr als genug Ware im Markt ist und dementsprechend auch hier diese Gier nach dieser Karte auch noch nicht so riesig ist, wie sie dann wahrscheinlich sein wird, wenn die Produkte aus dem Markt verschwinden. Und dementsprechend, ihr wisst ja, Schaurige Herrschaft, Chilling Rain Displays haben wir euch ja schon mehrmals empfohlen, und ein Grund dafür ist natürlich auch diese Karte. Die Lugia V-Karte im alternativen Artwork aus dem Set Silver Tempest, Silberne Sturmwinde, kostet derzeit ungegradet 135 Dollar, ist in etwa 300 Dollar wert in einer PSA 10, hat eine nicht allzu einfache Pull-Rate von 1:624, ist aber noch immer überschaubar, und auch hier sehe ich das Potenzial, dass der Wert natürlich steigen könnte, weil die Pull-Rate nicht zu einfach ist, ist auch nicht zu schwierig, aber auch nicht zu einfach. Aber da wird natürlich der wesentliche Faktor sein, wie viele Produkte, und aktuell ist Silver Tempest sehr, sehr einfach in Englisch vor allem verfügbar. Das schadet natürlich ein bisschen der Wertentwicklung der Karte. Also man darf hier abwarten, ob mit dem aktuellen Reprint hier die Company zu der Entscheidung gekommen ist, es dann gut sein zu lassen. Dann hat die Karte sicher keine schlechte Chance, im Wert zu steigen. So ist es allerdings natürlich schwierig zu prognostizieren, weil wir nicht wissen, wie viele Silver Tempest Reprints wir noch sehen werden. Und eine ähnliche Schwierigkeit sehen wir hier bei der Gengar VMAX Karte. Die hat zwar den besseren ungraded Preis, das ist natürlich getrieben durch die Pull-Rate, also die Karte zieht man durchaus schwerer aus Fusionsangriff eben als die Logo-Karte, die wir uns aus dem Set Schaurige Herrschaft gerade angesehen haben. Dieses Schicksal der Ungewissheit, wie viele Reprints noch kommen, teilt eben auch das Set Fusionsangriff, aber eben die schwierigere Pull-Rate von 1:1080 für die Gengar VMAX-Karte führt dazu, dass die Top-Karte hier eben auch etwas
besser performt als eben vorher die Logo-Karte. Also die ist etwas mehr wert mit $168. Kann man jetzt diskutieren, ob es hier vielleicht auch zum Teil am Artwork liegt, aber ich glaube, der primäre Grund hier ist tatsächlich die schwierigere Pull-Rate und das schlägt sich dann auch in der PSA 10 Population und dementsprechend auch im PSA 10 Preis nieder und wir sehen hier, dass dieser eben bei $400 liegt, wohingegen wir vorher eben bei $300 waren und da muss man sagen, Fusionsangriff ist sicher ein Set, das man im Auge behalten sollte, weil ich persönlich vermute, dass hier keine großen Reprints mehr kommen, wohingegen eben Silver Tempest eher gefährdet ist, weil das Set eben deutlich jünger ist im Verlauf der Pokémon-Sets als eben Fusionsangriff. Fusionsangriff ist ja doch schon aus dem Jahr 2021, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wohingegen ja Silver Tempest, Silberne Sturmwinde ja erst Ende 2022 erschienen. Verlorener Ursprung, Lost Origin, war ja nur ein Set vor Silberne Sturmwinde und dementsprechend ist dieses Set auch noch relativ jung und ich würde sagen, bei der Frage, ob die Giratina V-Karte oder die Lugia V-Karte das bessere Artwork hat, teilen sich so ein bisschen die Geister und dementsprechend würde ich sagen, das ist wahrscheinlich relativ ähnlich zu sehen, also Popularität ist hier wahrscheinlich gleich verteilt auf beide Karten und bei ungefähr gleicher Menge, die in den Markt gekommen ist, muss man jetzt mal davon ausgehen, sehen wir hier, dass die Pool der entscheidende Faktor jetzt ist, warum die Giratina V-Karte mit 1440, also 1 zu 1440 Packs und bei der Lugia V-Karte waren es nur so in etwa 1 zu 600 Packs, warum eben dieser Faktor so wichtig ist und warum deshalb eben auch die Giratina V-Karte $300 bereits ungegradet kostet, wohingegen eben die PSA 10 Version der Lugia V-Karte eben schon diesen Preis hatte und eben die PSA 10 Version der Giratina-Karte hier eben $650 rundwert ist. Warum die Nachtara V-Mix-Karte aus Drachenwandel die Nummer 1 Karte aus Schwert und Schild ist, weil sie alle drei Kriterien perfekt erfüllt. Einerseits die Popularität, also diese Karte ist wahnsinnig beliebt, quer durch die Sammlerschaft und dementsprechend gefällt das Artwork sehr gut, mit einem tollen Pokémon mit Nachtara natürlich und dementsprechend muss man sagen, die Popularität ist eben hier wirklich sehr, sehr stark für diese Karte. Die Verfügbarkeit von Drachenwandel war nicht zu überbordend, ja, und es sieht auch nicht im Moment danach aus, als würden wir hier noch Reprint sehen, also die Wahrscheinlichkeit sinkt immer mehr, dass das der Fall sein wird. Das heißt, Drachenwandel wird kein übergeprintetes Set sein und dementsprechend auch ein Häkchen bei der zweiten Kategorie, nämlich Verfügbarkeit. Und dann kommt noch dazu, dass diese Karte einfach wahnsinnig schwer zu ziehen ist und mehrere YouTuber haben sich ja daran gemacht und haben sich auch sehr schwer getan, eben diese Karte zu ziehen. Natürlich kann man immer das Glück haben, man kann sie auch theoretisch aus einem Pack natürlich ziehen, aber der Durchschnitt ist eben hier 1 zu 1666 und damit eine absolute schwierige Pull für diese Karte und wenn man jetzt eben bedenkt, wie teuer eben schon die Drachenwandel-Produkte geworden sind, dann wird auch viel weniger in Zukunft mehr geöffnet. Nichtsdestotrotz hat diese Karte eben eine sehr hohe PSA-Population und das hindert sie so im Moment ein bisschen daran, eben hier deutlich über $1000 oder Dollar zu performen. Nichtsdestotrotz ist sie mit $825 noch immer eine relativ teure Karte und eben ungegradet bekommt man sie eigentlich auch nicht unter $484 im Durchschnitt der letzten eBay-Verkäufe. Also von daher, diese Karte erfüllt eben all diese Kriterien und deswegen ist sie eben auch die Top-Karte aus Schwert und Schild. Die Pikachu Rainbow V-Max-Karte aus Farbenschock hätte das Potenzial gehabt, eben eine der absoluten Top-Karten aus meiner Sicht aus der Schwert- und Schild-Ära zu werden. Was hat sie daran gehindert? Ich glaube, die Popularität war es nicht. Als das Set nämlich damals erschienen ist, war es eben so, dass diese Karte eben absoluter Fan-Favorite war. Eben hier Pikachu in der V-Max-Version, dieser Rainbow-Effekt, das ist sehr, sehr gut angekommen. Die war die absolute Chase-Karte. Trimax hat sich ja auch dran gemacht. Ihr wisst ja, wir halten ja den Rekord mit zwei Karten am schnellsten gezogen, zumindest dokumentiert. Weise. Also da muss man wirklich sagen, diese Karte hat glaube ich nicht das Problem der Popularität. Vielleicht ist das Artwork nicht das allerbeste im Vergleich zu eben einer Nachtara V-Max Karte, aber ich glaube die Popularität dieser Karte ist und war sehr, sehr hoch. Das hat ihr damals sehr geholfen. Die Preise waren damals für eine PSA 10 deutlich über $1000 und Euro. Mittlerweile ist sie runtergefallen auf 219
Dollar, warum das so ist und obwohl die Pull Rate mit 1 zu 1092 wirklich schwierig ist, und ihr habt es ja beim Trimax gesehen, der ja etliches aufmachen musste und ich glaube, der hat ungefähr 16.000 Euro verbrannt an Produktwert, um diese Karte dann zu ziehen, und es ist ja nicht jeder so glücklich gewesen wie wir jetzt in unserem Weltrekordversuch oder nicht einmal Versuch, das war ja dann im Endeffekt ein Weltrekord, aber eben die Pull Rate ist eigentlich sehr, sehr schwierig und daher mit den Kategorien Popularität und Pull Rate hätte diese Karte ein großes Potenzial gehabt, eine der absoluten Top-Karten aus der ganzen Schwert- und Schild-Ära zu werden. Was hat es verhindert? Der absolute Overprint von Farbenschock. Also Farbenschock ist auch eines der wenigen Produkte, wo die Boosterbox jetzt erst langsam zu steigen beginnt, aber wirklich langsam im Vergleich zu anderen Schwert- und Schild-Sets. Und das ist noch immer auf einem preislich eher niedrigeren Niveau. Das heißt, dementsprechend hat man diese Karte dann letztlich doch viel einfacher bekommen können, weil sehr, sehr viele Produkte geöffnet worden sind und die Karte dadurch eben auch öfter, obwohl die Bullet schwierig ist, gezogen werden konnte, und das hat natürlich den Preis deutlich gedrückt, und das ist natürlich schade, weil ich finde es bei solchen besonderen Karten dann immer ein bisschen schade, wenn dann die Werte so runterstürzen, weil das macht eben dann Pokémon Investment in Einzelkarten durchaus schwierig. Und der Grund dafür ist eben, wie gesagt, die hohe Verfügbarkeit von Farbenschock oder Vivid Voltage in Englisch, die es eben gegeben hat. Machen wir aber auch einen Blick auf die aktuelle Ära, nämlich Karmesin und Purpur, und ihr seht schon hier die vier Top-Karten aus den vier Sets, die wir bis jetzt bekommen haben, und die Pull-Rates sind hier auch nicht allzu schwierig, ja, im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade vorher eben auch als Beispiel gesehen haben, und ihr seht schon, eben am einfachsten zu ziehen ist die Glurak EX-Karte, dementsprechend ist auch, trotzdem sein Glurak ist, der Preis hier deutlich gefallen, eben auf 58 Dollar. Hier sind die Preise alle von TCG Player übrigens. Und wir sehen eben bei der Miriam-Karte ist der Preis überhaupt auf 32 Dollar abgestürzt, obwohl sie eine etwas schwierigere Pull-Rate hat als die Glurak-Karte. Aber hier macht es dann wieder die Popularität aus. Eben Glurak ist einfach nochmal populärer als eben hier eine weibliche Trainerin in dem Fall. Und dann sehen wir eben auch bei der schwierigsten Pull Rate, nämlich 1 zu 448, ist der Preis trotzdem schon leicht unter 100 Dollar für diese Yono oder Enigmara in Deutsch Karte gefallen. Dieses Artwork gefällt mir sehr gut. Wir hatten ja das unwahrscheinliche Glück, oder ich hatte es eben, aus nur einem Display zum Vatertag mir selbst ziehen zu dürfen. Und aus dem aktuell sehr beliebten Set 151 sehen wir die Glurak EX Karte. Die liegt derzeit bei 119 Dollar. Auch da wird sich der Preis wahrscheinlich noch nach unten korrigieren, obwohl das Pokémon und die Karte, glaube ich, sehr beliebt sind, aber die verhältnismäßig doch einfache Pull-Rate von 1 zu 365 wird dazu führen, gepaart mit der Verfügbarkeit, und es war eine sehr hohe Verfügbarkeit schon zum Release von 151 Produkten, und ich gehe davon aus, dass hier noch einiges in den Markt kommt, weil man eben auch seitens Pokémon Company merkt, dieses Set ist ein absoluter Fan-Favorite, und auch bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, und dementsprechend wird hier noch, glaube ich, einiges an Ware zu sehen sein, und daher gehe ich auch davon aus, dass die Karte im Preis sich auch unter 100 Dollar wiederfinden wird. Warum gerade die Schwert- und Schild-Ära von hoher Verfügbarkeit auch betroffen ist, werden wir dann uns jetzt gleich anhand von einigen Zahlen ansehen, und zwar nämlich der Kartenproduktion. Und ihr seht schon, hier eine Grafik, die ich selbst erstellt habe mit Zahlen eben, die ich hierzu gefunden habe. Im Zeitraum von 2004 bis 2010, also innerhalb von 6 Jahren, wurden hier zum Beispiel 14 Milliarden Karten produziert von Pokémon. Das ging dann mal im ersten Schritt relativ viel, aber ist eben hier auf 6 Jahre verteilt. Da schauen wir aber dann eben schon einen Schritt weiter. Im Zeitraum 2014 bis 2015, also für 2 Jahre, hat sich hier die Menge bereits deutlich gesteigert auf 21,5 Milliarden Karten. Ja, also das ist natürlich ein Wahnsinn, umfasst aber eben hier dann nur mehr 2 Jahre im Vergleich eben zu den 6 Jahren davor. Wohingegen aber in einem einzelnen Jahr, ein Jahr später, bereits die Menge gesteigert wurde, und das heißt, man hat es eigentlich hier dann verdoppelt, ja, weil das war vorher 21,5 Milliarden für 2 Jahre, dann war man schon bei 23,6 Milliarden Karten in einem Jahr. Und wenn wir jetzt aber gleich größere Sprünge nach vorne machen, dann sehen wir, dass wir im Jahr 2022 bei einer Produktionsmenge von knapp 53 Milliarden Karten angekommen sind. Und das ist natürlich das, was man im Kopf haben muss, weil wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich in ähnlicher Größenordnung auch die Produktion sich in 2023 darstellen wird, wenn nicht sogar eben mehr, weil auch hier sehen wir auch eine Steigerung von 2021 auf 2022 um nicht ganz, aber fast 10 Milliarden Karten, also
das ist ja natürlich ein Wahnsinn, diese Größenordnungen, die hier Pokémon dann auch gesteigert hat in den Kapazitäten. Und wir machen einen Blick auf die Booster-Anzahl, die da dahinter steckt. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass eben in jedem Pack 10 Karten drin sind und dann sieht man eben logischerweise, wenn man das durch 10 dividiert, sind wir bei 5,3 Milliarden Booster, die da im Umlauf sind. Wenn man jetzt sagt, wir teilen das nochmal durch die Sprachen gleich, wobei das natürlich nicht ganz richtig ist, aber genauere Zahlen haben wir leider nicht. Ja. Also wir wissen aktuell, und das war früher weniger, da waren es so 10 bis 11 Sprachen, am Anfang überhaupt nur 7 bis 8 Sprachen. Mittlerweile printet die Pokémon Company in 14 verschiedenen Sprachen tatsächlich. Und da ist es dann eben so, dass die Boosteranzahl pro Sprache, die haben wir durch 14 hier für 2022 geteilt, weniger eben für die Vorjahre, wenn es weniger Sprachen waren. Und da sieht man eben auch eine deutliche Entwicklung, dass eben pro Sprache eben schon alleine im Durchschnitt eben im Jahr 2022 378 Millionen rund Booster eben verfügbar waren. Wie gesagt, es wird natürlich sich unterschiedlich gewichten. Es wird weniger Deutsch, weniger vielleicht auch Französisch und ähnliche Sprachen geben, wohingegen eben natürlich deutlich mehr Englisch verfügbar sein wird. Aber um es hier einfach zu halten, haben wir es eben durch die Sprachen geteilt und genaue Informationen haben wir auch ehrlich gesagt hier nicht von der Pokémon Company. Wir haben das Ganze mal an Beispiel 2022 für euch durchgerechnet, damit ihr ein bisschen ein besseres Gefühl auch nochmal habt, wie viele Karten, wie viele Booster es so in einem Set normalerweise gibt. Und beginnen wir bei der Gesamtkartenproduktion von 53 Milliarden. Wir sind davon ausgegangen, dass es im Durchschnitt 5 Sets, und das haben auch die letzten Jahre so gezeigt, im Jahr gibt. Dann ziehen wir eben 4 Sets ab, damit wir auf eine Setgröße mal kommen und sind dann für ein Set werden dann in etwa 10,6 Milliarden Karten produziert. Wenn man dann aber bedenkt, dass ja ca. 10 Karten pro Booster im Pack sind, dann muss man hier diese Kartenanzahl sozusagen nochmal runter reduzieren. Dann kommt man auf 1 Milliarde Booster in allen Sprachen. Das ist dann schon eine wirklich sehr, sehr große Menge noch immer. Wenn man das jetzt eben durch eben die 14 Sprachen nochmal teilt, dann komme ich eben auf 75,7 Millionen Booster, die pro Sprache im Durchschnitt ausgegeben werden. Es wird in den Sprachen unterschiedlich gewichtet sein, aber es geht mir darum, eben die ungefähre Menge euch einmal darzustellen, die jährlich pro Set, pro Sprache in den Markt gedrückt wird, und das zeigt eben auch, warum eben dann bei einer einfacheren Pull-Rate dann auch die Karten, so wie es wir jetzt aktuell bei Karmesin und Purpur sehen, egal wie beliebt oder wenig beliebt sie sind, wie populär oder weniger populär sie sind, aber alleine diese Kombination, hohe Verfügbarkeit mit einfacher Pull-Rate führt eben dazu, dass die Karmesin und Purpur Top-Karten leider im Wert sich sehr, sehr schwer tun werden, sich nach vorne zu entwickeln, verglichen eben vor allem mit den Schwert- und Schildkarten, bei größtenteils weniger Verfügbarkeit und einer deutlich schwierigeren Pull-Rate. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Investment in Pokémon Einzelkarten ein durchaus schwieriges Unterfangen und man muss sich da wirklich mit den Karten, mit den Sets etc. genauer beschäftigen, um hier wirklich zielorientiert eben auch in Einzelkarten zu investieren. Natürlich kann man es einfach so angehen, wie wir es auch zum Teil auch machen, wo man sagt, ich hole mir einfach die Karten, die mir gut gefallen, ja, die vielleicht eben auch nicht ganz so leicht zu ziehen sind, und dann hoffe ich einfach ein bisschen auch auf eine Wertsteigerung. Wer hier aber auf Nummer sicher gehen will und hier die Chance wahren will, auf jeden Fall eine Wertsteigerung mit Pokémon-Produkten zu erfahren, dem muss man natürlich ans Herz legen, dass er sich besser im Sealed-Produkte-Bereich eben einkaufen sollte, weil hier haben wir historisch gesehen, dass sozusagen alle Sealed-Produkte üblicherweise über Zeit im Wert auch steigen, aber durchaus unterschiedlich. Wir haben hierzu ein eigenes ausführliches Video gemacht, wo man auch sieht, dass nicht jedes Produkt aus jeder Serie im gleichen Ausmaß steigt, manche mehr, manche weniger, und wie gesagt, das haben wir in einem eigenen Video bei unserem Kanal schon behandelt. Schaut euch das gerne auch dazu an. Aber insgesamt muss man sagen, dass eben Sealed-Produkte ein viel einfacheres Investment sind, weil man hier vielleicht nicht ganz so aufpassen muss im Vergleich eben zu Einzelkarten. Ich hoffe, das Video war aber dennoch interessant für euch und hat euch einen Einblick gegeben, anhand welcher Faktoren man aber sehr wohl auch in Einzelkarten investieren kann. Und wir werden weiter, weil wir halt trotzdem sehr stark auch Sammler sind, in Einzelkarten investieren, die uns einfach gefallen, mit der kleinen Hoffnung eben, dass es hier irgendwann auch zu einer Wertsteigerung kommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, ein Like zu hinterlassen, ein Abo, sofern ihr noch nicht abonniert seid, gerne auch einen Kommentar. Wir beantworten grundsätzlich alle Kommentare. Und in diesem Sinne sage ich einen schönen guten Morgen, Mahlzeit und schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich bin für heute wieder mit Pokémon Investment grüßen wieder raus und sag ciao, ciao.